Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, wie immer Freitagnacht mit einer offenen Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. So, mein erster akustischer Gast heute Nacht ist die Iris und Iris ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Also, ich habe angerufen wegen unseres Sohnes. Ich habe das Gefühl, er tyrannisiert uns und hat dabei uns gegenüber noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Wie alt ist der Sohn? Der ist 24. 24? Ja. Das einzige Kind? Ja. Er tyrannisiert euch? Ja. Wie meinst du das? Eigentlich ist er ein ganz, ganz lieber Kerl. So, und jetzt klappt das im Moment bei ihm jobmäßig alles nicht so und auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, dass er eine Wohnung bekommt. Ja. Wir haben ihn... Kurze Zwischenfrage, was hat er gelernt? Maler und Lackierer. Abgeschlossen? Ja. Ja. Und hatte er auch eine Anstellung? Also der letzte Arbeitgeber, den er hatte, das war ein Reinfall, der hat ihn nicht bezahlt, diese Firma gibt es gar nicht, also da hat er umsonst gearbeitet. Ja. So, und wenn man das jetzt mit ihm gut macht und sagt, du könntest, oder wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde sehen, dass ich zu dem Amt komme und zu dem Amt komme, du möchtest ja gerne eine Wohnung haben, du willst hier raus. Lass mich noch was fragen zu der Arbeit. Er ist 24 Jahre alt, sagst du. Wenn er Maler und Lackierer gelernt hat, muss er das ja schon eine ganze Weile sein. Das heißt, mehrere Jahre war er angestellt irgendwo. Ja, also er hatte hin und wieder, so wie das in der heutigen Zeit ist, immer, die haben ihn auf 3 Monate eingestellt. Also, ich verstehe. Entlassen. Die ganze Zeit hat er bei euch noch in der Wohnung mitgewohnt und wohnt jetzt auch noch in der Wohnung. Ja. Ja. So, wie tyrannisiert er euch? Ich sehe das mal so, also mein Mann steht jeden Morgen um 5 auf und geht zur Arbeit. Mhm. So, ich bin leider durch eines Herzschadens bin ich Frührentnerin geworden. Mhm. Ich habe also keine Arbeit mehr. Mhm. Unser Sohn, der steht irgendwann zwischen 12 und 1 auf, geht 3-mal die Woche baden und das nicht nur für eine Viertelstunde, sondern für 2 Stunden. So, und wenn das Wasser kalt wird, ist es klar, ich lasse mir was ab und lasse heiß zulaufen. Mhm. Wenn ich dann zu ihm sage, weißt du, Patrick, es reicht, wenn du einmal baden gehst oder duschen gehst und nicht immer wieder Wasser laufen lässt. Ja, weil das so viel... Das sind unsere Gaspreise. Das sind Kosten, ja. Da steht er mit den... Okay, also er verbraucht sehr viel Wasser, ist da rücksichtslos, obwohl er gar nichts dazu beiträgt. Und sagst du noch ein Beispiel, wo er euch wirklich sehr oft auf die Nerven geht? Oder? Ja, er tyrannisiert uns. Er beschimpft uns bis aufs Letzte, also es wäre letzten Sonntag so weit, dass wir die Polizei geholt haben. Oh, inwiefern beschimpft er euch? Sag mal, beschimpft er euch? Also ich möchte diese Worte eigentlich gar nicht so über den Sender bringen, weil das sind so schlimme Äußerungen, die ich meinen Eltern gegenüber niemals getätigt hätte. Und ich hätte es mir auch nie erlaubt, so mit meinen Eltern rumzuspringen, wie er es tut. Also schlimme, vulgäre Worte, sagt er zu euch. Ja. Warum sagt er das? In welcher Situation passiert das? Also zum Beispiel, wenn man ihn zufrieden lässt, ist alles in Ordnung. Ja. Wenn man es gut mit ihm meint, um ihm auf die Sprünge zu helfen, dass er weiterkommt. Mhm. Man will ja auch nicht sagen, hier, weißt du, nimm deine Decke, nimm dein Kissen, du gehst jetzt unter die Brücke, um Gottes Willen, solche Eltern sind wir nicht. Und das warum, das verstehe ich nicht. Okay, in welcher Situation wird er so ausfallend? Was muss da passieren? Es reicht nur ein einziger Satz. Jetzt zum Beispiel mit ihm baden gehen. Er sagte hinterher zu mir, wenn du gerne wie ein Schwein rumläufst, dann tue es ich nicht. Sagt er zu seiner Mutter, die nicht wie ein Schwein herumläuft. Nee, ganz bestimmt nicht. Ganz, ganz bestimmt nicht. Wenn ihr die Polizei holt, dann muss das ja schon sehr heftig gewesen sein. Was ist denn da vorgefallen?
er war mit seiner Freundin unterwegs gewesen, Sonnabendnacht, und ich muss dazu sagen, ich habe ihn noch nie Alkohol trinken sehen. Hier zu Hause nicht, er geht hier nirgendwo ran. Er, wenn er wirklich mal ein Bier trinkt, dann lässt er das Auto stehen und holt das dann irgendwann abends am nächsten Tag wieder ab. Okay, so, er war mit der Freundin unterwegs. Genau, und er ist wohl in der U-Bahn eingeschlafen, hatte so ihren Kopf, seinen Kopf auf ihre Schulter. Und ihr gegenüber saß ein junger Mann und der hat gelächelt und sie hat zurückgelächelt. Mhm. Und das war das Thema gewesen. In dem Moment war sie, ich möchte das nicht wiederholen, was er ihr alles am Kopf geschmissen hat. Sag es mir mal wirklich einmal, damit ich einfach mal ermesse, was da los ist bei euch. Er hat gesagt, du bist eine Schlampe, du bist also, du bist eine alte Fotze und nimm deine Tasche und geh, und diese Worte kriegen auch wir. Solche Worte kriegt auch ihr. Ja. Er sagt auch dieses V-Wort zu dir. Genau, ja. Das sagt er zu dir, seiner Mutter. Ja. So, jetzt kam er nach Hause, er war aufgebracht, er war wütend, weil er eifersüchtig war. Ja. Und dann hat er sich entsprechend schlimm zu Hause auch noch benommen, oder wie? Ja, da haben wir dann morgens um halb acht gesagt, hallo Leute, wir wollen vielleicht noch eine Stunde schlafen. Ihr könnt das nachher besprechen. Macht das später, wir haben auch noch Nachbarn. So, der Patrick ging wutentbrannt die Treppe runter, ging ins Esszimmer. Wir haben dann das Mädchen in Schutz genommen, damit da nicht noch irgendwas passiert. Er kam dann zurück aus dem Esszimmer und da haben wir eine Küchentür und die hat er hinter sich zugeschmissen. Und in der Küchentür haben wir eine Verglasung gehabt. Ja. Und diese Verglasung ist kaputt gegangen. Ah, also ich merke schon. Es ging sehr heftig zu und ihr hattet auch Angst, dass er das Mädchen schlägt unter Umständen. Nee, schlagen nicht. Das ich nicht. Möchte nicht, dass er sie weiter beschimpft dann. Und dann kam die Polizei und musste richten. Ich habe das hier schon kapiert, was da bei euch abgeht. Und du hast dich am Anfang etwas wahrscheinlich auch geschämt, das Wort zu sagen, was er dir unter anderem sagt. Das ist ja nicht nur das eine Wort, es fallen ja... Das glaube ich jetzt schon. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde das ganz schlimm, was ich da höre, Iris, bei euch. Ich auch. Ich finde das auch wirklich unfassbar, dass der Bursche mit seinen 24 Jahren sich so benimmt bei seinen Eltern. Er ist Gast bei euch. Ja. Der ist 24 Jahre alt, der hätte längst auf eigenen Beinen stehen müssen. Und wenn er es auch schwer hat und keine Arbeit findet, viele andere finden auch keine Arbeit und haben es auch schwer und benehmen sich trotzdem vernünftig. Genau. Vor allen Dingen auch respektvoll den Eltern gegenüber. Genau, und da versuchen wir ihnen ja auch noch zu helfen. Wir sind nicht die Eltern, die jetzt sagen, ja, mein Freund raus. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt der Punkt. Er ist Einzelkind, sagst du. Ja. Vielleicht seid ihr auch einfach immer zu milde und zu nachgiebig ihm gegenüber. Das ist immer dasselbe Spiel, dass die Leute das irgendwie wittern und dann entsprechend die Grenzen überschreiten nach dem Motto, mit diesen Leuten, auch mit diesen meinen Eltern kann ich das ja tun. Der gehört, wenn der Sohn einmal zu seiner Mutter Fotze sagt, ich sage es jetzt mal so drastisch, gehört dieser Sohn rausgeschmissen. Ja. Sofort. Gar kein Thema. Bis er sich entschuldigt und man soll die Tür offen lassen und halten und auch irgendwann vergeben können. Das haben wir ihnen immer gesagt. Also wenn ja, okay, das glaube ich auch. So, und jetzt, wart ihr schon mal richtig hart mit ihm? Ja, wie gesagt, wo mein Mann die Polizei geholt hat, er hat in diesem Moment auch gegen unseren Sohn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gemacht, weil mein Mann sagt, er muss das endlich mal melden. So, jetzt nachdem die Polizei da war und die Anzeige gemacht wurde, wie verhält er sich jetzt euch gegenüber seitdem? Schweigend. Schweigend. Also kaum Worte. Er fragt, wenn er jetzt eine Frage hat, fragt er höflich, aber wenn ich eine Frage stellen würde, die kriege ich kurz, knapp und bündig. Also ein bisschen beleidigte Leberwurst. Nee, am besten du sagst mir gar nichts mehr. Ich bin erwachsen. Aber wenn ich erwachsen sein will und wenn ich eine Wohnung haben möchte und wenn ich ein anderes Auto haben möchte wenn ich Klamotten haben möchte, dann muss ich dafür was tun. Stopp, ein Auto hat er auch. Ja. Wie finanziert er das denn? Das Geld für die Arbeit habe ich ihm gegeben. Also Iris, da bist du aber auch selbst schuld. Ja, da bist du aber auch wirklich selbst schuld. Ja. Dann, also nach dem, was jetzt vorgefallen ist, müsst ihr dem Jungen sagen, dass er gibt ihm ein Ultimatum, dass er die Wohnung verlassen soll.
Ja, wir waren jetzt schon auf verschiedenen Ämtern und mein großes Problem ist ja dabei, ich bin die Mutter, ich werde ja auch immer die Mutter bleiben und er ewig mein Kind, ich habe ihn geboren. Und es ist jetzt schon so weit, ich weiß nicht und ich möchte das nicht zulassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hasse. Ich weiß es nicht. So, und damit das nicht noch schlimmer wird und nicht noch mehr eskaliert, müsst ihr eine räumliche Distanz hinbekommen. Ja, wir sind schon dabei. Ja, ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, weil wenn ihr weiter zusammen so zusammenklebt, wird das immer schlimmer. Und dann kommen solche Gefühle auf, die man nun auch seinem Kind gegenüber wirklich nicht haben sollte. Nee, ich will das ja auch. Ich möchte das ja auch. Also ich glaube, wir sind uns einig in der Richtung, dass du auch sagst, wir müssen uns trennen. Räumlich voneinander, er muss eine eigene Wohnung finden und das Ganze muss sich erstmal ein bisschen beruhigen. Ja. Hat er sich denn, was ich gerade noch fragen wollte, wenn er dich immer wieder so beschimpft, so schlimm beschimpft, hat er sich denn mal entschuldigt? Nein. Kein einziges Mal. Ich denke, er kann das nicht. Ich denke, er kann diese Gefühle nicht zeigen. Ja, komm, keine Entschuldigung. Das hört sich jetzt wieder so an, ach, der arme Junge, der kann das nicht. Nein, er ist ein lieber, netter Bursche, ganz, ganz ehrlich. Ich höre das so oft, wir hören das so oft von anderen Leuten. Also in der Schule, der hat einen Freundeskreis, der ist enorm. Also, ja, mag ja alles sein, aber das, was du mir erzählt hast, das stellt ihn für mich in kein gutes Licht, wenn er sich seiner Mutter gegenüber so verhält. Ja, nur, wie gesagt, es harmoniert nicht mehr. Ja, also die Richtung sind wir uns einig, ne, findest du genauso wie ich, es muss so schnell wie möglich was passieren. Ich würde dir gerne noch so einen psychologischen Rat mit auf den Weg geben von einer Fachfrau, nämlich von meiner Psychologin, von der Magdalena, die mitgehört hat. Ja. Wie du gerade auch jetzt in der Situation, solange ihr noch zusammen seid, vielleicht auch so ein bisschen deeskalierend, aber dennoch klar und bestimmend miteinander umgehen könnt. Ja. Da legst du bitte auf und Magdalena ruft dich an, Iris. Ja, okay. Und schöne Grüße an deinen Mann. Jo, vielen Dank. Alles Liebe, auf Wiederhören. Jo, danke. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf morgen, auf Samstag, genauer gesagt auf heute, auf Samstagabend, ist Promi-Talk bei uns angesagt und mein prominenter Gast ist die blinde Sängerin Joanna Zimmer. Sie hatte im Mai, ich glaube im Mai ist ihr Debütalbum rausgekommen und hatte gleich auf Anhieb mit I Believe einen gigantischen Charterfolg und alle Leute so aus der Branche sagen, dieses Mädel wird es noch ganz weit bringen, weil sie wirklich eine ganz tolle Stimme hat. Morgen ist sie mein Gast, Samstag, WDR Fernsehen um 23.30 Uhr. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mit Joanna Zimmer etwas reden wollt, dann meldet euch per Mail schon mal an heute oder morgen während der Sendung. Und eine Stunde vor der Sendung morgen sind auch die Leitungen geschaltet. Unsere bekannte Telefonnummer 0800 220 50 50. Jetzt geht es weiter mit Steffi. Und Steffi ist 31 Jahre alt. Hallo Steffi. Hallo? Ja, hallo Steffi. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ja, hallo. Ja, Steffi, um was geht's? Das geht darum, dass ich einen Mann kennengelernt habe, aber ich eben auf Frauen stehe. Habe ich nicht verstanden. Aber du auf Frauen stehst? Ja, aber dieser Mann ist ein lesbischer Mann. Ich weiß, das hört sich jetzt ganz komisch an. Sind die alle Männer lesbisch? Oder fast alle Männer? Nein, jedenfalls ist ein lesbischer Mann. Wie ein lesbischer Mann? Was heißt das? Er lebt, na sagen wir mal so, er zieht sich an wie ein Mann. Ja. Aber er denkt und fühlt mit einer Frau und er macht aber auch Sex mit einer Frau, wie eine Frau. Es ist kein transsexueller Mensch? Nee, gar nicht. Gar nicht? Mm-mm. Er sieht von außen wie ein normaler Kerl aus? Ja, ganz normal. Eigentlich eher sehr männlich. Sehr männlich. Aber er macht Sex mit einer Frau, wie eine Frau mit einer Frau Sex macht? Genau. Wie funktioniert das? Erzähl mal. Wie macht ein Mann Sex mit einer Frau? Er benutzt seinen Geschlechtsteil nicht. Ach so. Genau. Wie? Gar nicht? Gar nicht. Ich selber habe mit ihm noch nicht Sex gehabt. Aber vom Erzählen her jetzt. Ja. Und alle, also, ich sage, das ist mein Freundeskreis, da hatten schon ein, zwei Frauen mit ihm eben schon Sex gehabt und das ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, obwohl er sein Geschlechtsteil nicht benutzt. Genau, er hatte immer mit lesbischen Frauen Sex. Ja, das ist aber kurios. Ja, ist es wirklich. Ja. Dann habe ich nur, mein Problem ist nämlich, dass ich mich jetzt unsterblich in ihn verliebt habe. Obwohl du lesbisch bist. Genau. Aber er ist ja ein lesbischer Mann, also könnte es ja... Genau. Aber wie geht denn das? Du bist wirklich eine hundertprozentige Lesbe? Nee, ich hatte früher schon mal Männer gehabt. Also so ein Bi-Mädel. Wie bitte? Ein Bi-Mädel bist du, also bisexuell. Naja, die letzten 5 Jahre hatte ich nicht mehr mit einem Mann.
Ja, aber du gehst nicht. Ich bin aber nun Männer nicht ganz abgeneigt. Genau, ist aber mir jetzt letzter Zeit nicht mehr passiert, dass ich mich im Mann verliebt habe. Verstehe. Bis auf ihn jetzt. Ja, jetzt hast du ihn gesehen. Er sieht äußerlich sehr maskulin aus, sagst du. Er gibt sich wie ein Mann. Ja, aber nur vom Äußerlichen. Nur vom Äußerlichen, ja. Ja, vom Reden jetzt nicht. Hast du dich jetzt in ihn verliebt, weil du das schon wusstest, dass er so etwas ungewöhnlich... Ja, genau. Ach so. Auf dessen eben. So, sonst wäre er nee, auch gar nicht... Nee, sonst wäre er unfair. Vor die ins Netz gegangen. Ja. Hat er sich in dich auch verliebt? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Wie lange läuft denn schon die leichte Annäherung? Sagen wir mal 4-5 Wochen. Ja. Ja, 4-5 Wochen. Bist du scharf drauf, mit dem ins Bett zu gehen? Ja, sehr. Sehr? Mhm. Ja, aber hör mal, jetzt nochmal. Er benutzt sein Geschlechtsteil nicht, wenn er mit einer Frau schläft. Mhm. Na, oder, ich weiß es jetzt nur vom Hören. Ja. Hören sagen. Also wenn jetzt die Frau darauf besteht, ein Dildo in sich zu haben, dann schnallt er sich den um. Er benutzt absolut nicht sein Geschlechtsteil. Was ist denn mit dem Typ los? Ja. Hallo? Was ist da los? Das weiß ich nicht. Bekannte haben zu mir gesagt, dass er das alles so vom Kopf macht und ihn das total reizt, sich im Bett auch wie eine Frau zu geben. Ohne seine Schlechter jetzt dabei zu benutzen. Ist er denn, ich meine, du scheinst ja offensichtlich Detailkenntnisse zu haben. Ist er denn erregt währenddessen? Ja, soll er sein. Ist schon. Das heißt, er kommt aber dann nicht zu einem Orgasmus. Genau, das denke ich mal eher. Und er beschäftigt sich mit den Frauen, mit der Hand und oral, oder? Genau. Und sehr intensiv sogar. Sehr intensiv sogar. Aber was ich ja wiederum nicht verstehe, wenn du eigentlich eher lesbisch orientiert bist, möchtest du doch auch einen Frauenkörper haben und anfassen und keinen nackten Kerl da liegen haben im Bett, oder? Nein, geht ja jetzt nicht bei einer Frau um eine Brüste unbedingt. Um was? Ja, nicht nur, aber auch, oder? Na, er soll sich schon wie eine Frau im Bett ja auch geben. Ja gut, aber was heißt geben? Er hat, ich meine, wenn du an ihm runterguckst... Ich weiß selber nicht, warum ich mich jetzt in ihn versucht habe. Ist ein bisschen crazy, ist ja, das Ganze. Ne? Ja, total. Und weiß ich nicht... Ich finde diesen Mann ja hochinteressant. Mit dem würde ich mich gerne unterhalten, was mit dem los ist. Na, der ist leider jetzt nicht hier. Ja, Könnte dir mehr darüber sagen. Sowas habe ich so in der Art noch nicht gehört. Höchstens eventuell bei transsexuellen Menschen, die keine Verbindung auch zu ihrem Geschlechtsteil haben und das auch eigentlich ablehnen. Da schon eher. Das ist bei ihm nicht so. Er hatte ja auch mal hetero Frauen. Ja. Und da hatte er das auch schon angewendet, dass er sich in Umschnalldildo umgebunden hat. Ja. Und seine Geschlechtszeit eben nicht benutzen wollte. Und damit sind die Heterofrauen absolut nicht klar gekommen. Ja. Und deshalb hat er sich dann in diesen lesbischen Kreisen eben aufgehalten. Und hatte dann eben bei den lesbischen Frauen ausprobiert und eben auch bestimmt gute Erfahrungen eben mit dir gemacht. Sonst würde er ja nicht auf diese Schiene fahren. Ich muss noch mal fragen, ich finde das so skurril. Eine lesbische Frau geht mit einem Mann ins Bett, der eigentlich sich nicht wie ein Mann benimmt. Und dann will eine lesbische Frau bisexuelle. Ja, gut, ein bisschen bisexuelle. Und dann verlangt diese bisexuelle Frau oder wünscht sich, dass der Mann einen künstlichen Dildo sich umschnallt? Nee, das wünscht sich nicht diese Frau, diese bisexuellen Frauen. Ach, die wünschen. Er kann ja sein eigenes Geschlechtsteil ja benutzen, aber das möchte er ja nicht. Das kommt ja von seiner Seite aus. Ach so. Er möchte es nicht benutzen, weil er sich ganz wie eine Frau geben will. Ach so, das heißt, wenn er das denn würde wollen, würden die Mädels auch sagen, okay, du kannst mit uns auch richtig schlafen? Ja. Ah, da habe ich es gerade am Anfang ein bisschen falsch verstanden. Nee, so war das bei den Mädels jetzt gewesen, von denen ich was weiß. Ja. Aber er wollte das nicht. Ja, ja. Ja, Steffi, das ist aber wirklich eine verrückte Sache. Ja. Was macht man denn da? Ich muss mal um Rat fragen, wie man jetzt irgendwie ist, ohne ich. Ich weiß nicht. Nicht weiter, weil ich mich echt verliebt habe. Ja, ich meine, wenn du dich verliebt hast in ihn und was spricht eigentlich jetzt dagegen, das einfach mal ein bisschen zu forcieren, das Ganze? Was spricht dagegen? Welche Bedenken hast du? Also meine Bedenken sind, dass wenn ich jetzt sexuell mit ihm werde, ja, weil die Männer bin ich ja nun auch nicht abgeneigt, ja, ich dann auch ganz bestimmt ihn als Mann spüren möchte. Ah so, das heißt, du möchtest dann auch gerne... ja, weil sie bauen sich ja Gefühle auf und... Ja. Dürfen möchte ich denn... Und dann kriegst du eventuell eine ablehnende Reaktion? Und weil er das nicht will, und dann steht er da. Ja.
Darf man oder darf Frau denn sein Geschlechtsteil wenigstens anfassen beim Sex? Weißt du das? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Ach, weißt du, Steffi, ich würde mich mal darauf einlassen. Wenn du dir nett findest und du kannst ja mal ein bisschen reden mit dem vorher, bevor es vielleicht zu einer intimen Situation kommt. Dass er dir das einfach mal etwas erklärt, damit du auch unbefangener in der Situation bist. Ja. Oder geht das nicht? Ist dir das peinlich? Nee, peinlich ist mir das nicht. Nö. Du kannst dann mal mit. Aber die Situation, die war eben jetzt noch nicht, dass ich mit ihm mal alleine und. Ja, ist klar. Also erstmal müssen wir ja mal rauskriegen, ob er auch sehr interessiert ist an dir. Naja, vielleicht ein bisschen. Ja, und dann würde ich das Ganze mal ein bisschen so ins Rollen kommen lassen. Mhm. Annäherung, ne? Mhm. Kennst du ja das Spielchen? Ja, ja. So, und dann würde ich irgendwann den mal ein bisschen befragen. Hier, pass mal auf, ich habe gehört so und so, was ist denn da? Wie funktioniert das bei dir? Und wenn du da genau weißt, was los ist, kannst du immer noch entscheiden, ob du dich darauf einlässt oder ob eben nicht. Mhm. Ja, das stimmt, aber ja, man verliebt sich ja nun nicht. Überhaupt gar nichts. Nee, ich meine jetzt, man verliebt sich ja jetzt nicht nur in das Sexuelle, er reizt mich ja auch als Mensch. Ja. Weil er gibt sich ja auch so sehr fraulich. Ja. Obwohl er aber den Anschein überhaupt nicht. Ja. Also er sieht nun überhaupt nicht, aber er gibt sich auch sehr fraulich jetzt. Was heißt, er gibt sich so in Bewegungen oder in der Sprache oder wie? Na, in sein das Verständnis, was er hat. Ach so. Ja, du kannst jetzt vielleicht auch sagen, das ist ein Softie, oder? Aber nie. Also so kommt er gar nicht rüber, dass er jetzt ein Softie wäre, oder? Ein Frauenversteher. Naja, Frauenversteher, davon gibt es ja auch viele, oder? Ja, also Steffi, lass dich mal drauf ein und lass uns mal bitte in Kontakt bleiben. Mhm. Dieser Fall interessiert mich ausgesprochen. Stichwort lesbischer Mann, weiß ich sofort, was los ist. Mhm. Versuche anzurufen oder zu mailen mit dem Stichwort, dann rufen wir dich wieder an. Ja. Wenn da irgendwas Näheres passiert ist, ich bin sehr heiß drauf, das zu erfahren, was da abgeht. Ja, das sage ich dir dann gerne. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Liebe Steffi, du bist eine Berlinerin, ne, höre ich. Richtig. Richtig. Schöne Grüße. Ach, das hat man gehört, ja. Also haarscharf hat man es gehört. Ach so. Ich bin immer sehr erstaunt und sehr erfreut darüber, wie viele Leute in Berlin uns zugucken. Das merken wir mal in unseren Rückläufen hier. Mhm. Berlin ist unsere große Zuschauerstadt hier, obwohl wir aus Köln senden. Mich freut es natürlich sehr, weil ich ein großer Berlin-Freund und Fan bin. Schön. Ja, schöne Grüße in die Hauptstadt. Ja, danke, mach ich. Tschüss, Steffi. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Bea. Und Bea ist 49 Jahre alt. Hallo, Bea. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um meine Beziehung. Weil ich einen Freund habe oder, ja, ich muss eigentlich schon sagen, hatte, der krankhaft eifersüchtig ist. Oder war. Mhm. Wie lang wart ihr miteinander zusammen? Es würde jetzt am 5. Dezember 3 Jahre sein. Ja. Ist die Beziehung wegen der krankhaften Eifersucht auseinandergegangen? Ja. Also ich muss mal sagen, dazu so richtig auseinander. Entweder will ich es nicht wahrhaben oder es ist noch nicht, weil wir texten immer noch, simsen immer noch. Ach so. Ab und zu telefonieren wir noch und das ist ja auch erst 14 Tage her. Ja, und das ist auch der Grund deines Anrufes, weil du nicht so dir im Klaren bist, ist das gut gelaufen oder soll ich nochmal zu ihm zurück oder sowas? Ja, weil das unheimlich schwer ist mit ihm, weil ich muss mal sagen, egal, mit was für Männern ich zu tun habe oder mit denen ich in Kontakt komme, ob es jetzt arbeitsmäßig ist oder ob zu mir ein Handwerker kommt oder Elektriker oder wie auch immer, dann fragt er schon nach oder ruft dann an, wenn der Elektriker da ist zum Beispiel oder so. Und na, ist er jung und hübsch und also so will er denn die ständige Kontrolle haben. Und erzähl mir noch ein paar weitere Beispiele von seiner Eifersucht. Dieses waren ja schon ein paar. Ja, das waren schon ein paar. So, und dann ist es so, dass er neulich mein Handy kontrolliert hat oder des Öfteren schon kontrolliert hat. Mhm. Sogar auch meine Handyrechnungen schon vor 2 Jahren oder so. Oh. Und ja, und jetzt in meinem Handy, obwohl da die Nummern schon, ja, ich sag mal, 1,5 Jahre lang drinstehen, ja, von Bekannten, also wirklich nur Bekannten, die ich auch arbeitsbedingt kennengelernt habe und nur mit denen mich unterhalten habe. Mhm.
also weiter wirklich nichts, ne? Und er sieht da nur diese Nummer und hat ihn einfach angerufen und hat sich mit verwählt dann gemeldet oder so, ne? Und mit einem anderen Namen. Und hat mir gesagt, ja, mit dem liefe was, ich hätte was mit dem. Also es sind permanent Unterstellungen oder? Genau, oder, das sind einfach Unterstellungen, und, was wirklich nicht dem entspricht. Hm. Da, also definitiv bist du in diesen 3 Jahren nicht fremdgegangen? Nein. Hast du mit keinem Mann irgendwie was rumgeflirtet? Also geflirtet vielleicht, aber nichts gemacht, nichts Gravierendes gemacht. Nicht mal geflirtet, also richtig geflirtet auch nicht. Also nur mit anderen Männern mal unterhalten, wenn sich das so ergeben hat. So, und das lief das so extrem, wie du es gerade geschildert hast, die letzten 3 Jahre fast so, von Anfang an? Ja, am Anfang war es immer noch so, da hat er denn meine Handy- oder Telefonrechnungen kontrolliert, wenn ich nicht zu Hause war oder so. Und weil er dann immer noch dachte, ich hätte mit meinem Ex noch Kontakt oder so, ne? Und da kam zwar auch mal noch ab und zu, also wirklich ganz ab und zu mal eine SMS, aber nie irgendwie, eben nur, wie geht es dir und weiter nichts, ne? Also es ist dann im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Ja. So sehr, dass es dich wirklich extrem genervt hat. Ja. Und so, dass ihr auch deshalb Streit gehabt habt. Ja, sehr. Und du hast Schluss gemacht. Nein, eigentlich er. Eigentlich er, weil? Ja. Weil er sagt, er kann nicht mit vielen anderen Männern leben. Aber das sind nicht viele und das sind keine anderen. Ich habe keine anderen Männer. Ach, das ist ja absurd. Ja. Das heißt, du bist wirklich unter uns beiden Bildschwestern Ehrenwort, da ist nichts gelaufen. Nein, hundertprozentig. Hundertprozentig. So, dann sagt er macht Schluss, er beendet die Beziehung und er sagt, ich kann nicht mit anderen Männern leben, obwohl da gar keine Männer sind, sondern eventuell mal ein Handwerker kommt oder dein Arbeitskollege dir guten Tag sagt. Ja. Das sind die anderen Männer für ihn. Ja, nicht direkt Arbeitskollegen, also die habe ich dort kennengelernt, weil ich dort gearbeitet habe und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen und weiter eigentlich nicht. Ja, ist auch wurscht, also einfach irgendwelche Männer. Ja. Also der am liebsten wäre dem, wenn er dich in den Keller einsperren könnte und dich völlig isolieren würde von der Außenwelt. Ja. Und er dann wüsste, die ist mir, das ist meine. Ja, genau. Das ist ja schon so, wenn ich einkaufen gehe, also wir haben hier so ein großes Center, also bedachtes und so weiter und das ist in meiner Nähe und da habe ich alles unter einem Dach und da gehe ich gerne hin und selbst da denkt er denn immer schon, da würde ich mich mit jemandem treffen oder irgendjemand anbaggern. Sag mal, Bea, nur sowas. Wie hat's denn das 3 Jahre ausgehalten? Da würde ich bekloppt bei so einem. Aber hallo. Ja, ich liebe ihn aber trotzdem immer noch, das begreife ich ja selber nicht. Aber irgendwann ist doch mal auch Schluss mit lustig und wo man denkt, wo es einem wirklich auf die Nerven geht. Weil es ist ja auch eine permanente, wirklich eine Verletzung, weil es eine Unterstellung ist. Es ist ja, zur Liebe gehört ja wirklich alter Vertrauen Spruch. Auch ja, das gehört ja wirklich dazu. Ja. Und wenn man permanent, wenn der Partner einem unterstellt, dieses Vertrauen würde gebrochen, ist das doch eine Provokation und auch eine Verletzung. Ja. Richtig. Und er hat mich ja in diesem Sinne auch schon so oft verletzt und mir wehgetan. Ja. Und wie gesagt, der letzte Streit, der ist so gravierend gewesen, dass ich dann ihn auch schon angeschrien habe und er mich auch mit Schimpfwörtern benutzt habe, die ich auch gar nicht wiedergeben möchte. Er hat Schluss gemacht. Wie hast du darauf reagiert, als er gesagt hat, ich will nicht mehr? Ich bin dann nach Hause gefahren. Also das war bei ihm dann. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Er hat mir selbst noch ein paar Sachen hinterhergetragen und so. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und mich erstmal nicht gemeldet. Aber das Schlimme ist ja, oder ich sag mal, das ist ja dann immer so, dass er sich dann immer wieder meldet. Was will er jetzt, wenn er sich meldet? Was ist das für ein Hintergrund? Ja, weiß ich eben nicht. Also das ist auch irgendwie also halbgar. Weil er dann immer wieder simst. Und dann aber solche SMS, die wirklich wehtun, also weil er dann immer nur mit anderen Männern und dann schreibt er, schlaft schön und die Mehrzahl und alles sowas. Ach so, das sind so Stichel-Mails. Ja, das sind so, keine Mails nach dem Sinne, ach komm, lass uns wieder anfangen. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Anfangen sein soll. Nee, darum kann ich Anfangen. Das auch nicht so richtig deuten. Also, klingt mir sehr verrückt, Bea, was du erzählst. Das ist es ja auch. Klingt mir auch sehr unsympathisch, muss ich ja sagen. Klingt mir auch so, dass ich dir eigentlich spontan jetzt antworten würde, sei froh, dass es vorbei ist. Weil dieses scheint ja bei ihm in der Tat etwas fast schon Krankhaftes zu sein. Ja, deswegen. Ich hab ja auch. Wie alt ist er eigentlich? 41, ja. Weil mit so einem Menschen wirst du nie Ruhe haben, wirst du nie Glück finden. Ja. Nie.
Es sei denn, der wäre bereit, etwas zu unternehmen oder in eine Therapie zu gehen oder was. Ja, genau. Kann das sein, dass er irgendwie, dass er psychisch krank ist? Vielleicht, ja, vielleicht. Also ich habe ihm das auch schon gesagt, dass er krank sein muss irgendwie, dass er mal zum Psychologen gehen sollte. Mhm. Aber ja, das dann erklärt er mich für verrückt, ne? Ich würde an deiner Stelle, du sagst natürlich, du liebst ihn noch, aber da fragt man sich natürlich dann immer noch, was ist dann, welcher Rest ist noch da, den man lieben kann? Ja. Wenn dieses ist ja so dominant, was du beschrieben hast, das würde alles andere für mich in den Schatten stellen von einem Menschen. Reagier doch. Das sind ja auch seine sehr guten Seiten. Also es lief ja auch in Monaten manchmal, dass gar nichts war. Mhm. Aber eben immer dann, wenn er mich auch ständig so kontrollieren kann, sozusagen. Ja, ist doch schlimm. Oder ist mich doch schlimm. Anruft, wenn, dass ich dann auch immer erreichbar bin. Ist doch furchtbar, ist doch furchtbar. Ja, klar. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal überhaupt gar nicht reagieren auf die Simse. Mich wirklich zurückziehen und auch erstmal selbst etwas zur Ruhe kommen. Vielleicht siehst du die Sache in 3, 4, 5, 6 Wochen schon ein bisschen entspannter und anders. Ich würde mich zurückziehen und erstmal abwarten, Bea. Hm. Alles Gute von Herzen. Okay, danke. Alles du Liebe. Dir tschüss. Auch, Dankeschön. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft hier an. Wir sitzen hier live in Köln im Studio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt hier kostenlos anrufen. 0800 220 50 50. Tanja ist hier. Tanja ist 30 Jahre alt und jetzt hier. Domian. Ja, hallo Tanja. Ja, mein Thema ist halt, oder ich möchte dir die Frage stellen, ab wann ist man ein Paar? Das ist eine gute Frage. Ja, weil ich bin halt im Moment in einer schwierigen Situation. Das ist aber eine typisch weibliche Frage. Ja, ich bin halt im Moment in einer Situation. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Stammtisch gegründet, einen Single-Stammtisch. Ja. Anfang September und habe da jemanden kennengelernt. Ja. Der war dann für vier Wochen in Urlaub nach Südafrika gegangen. Ja. Wir wollten vorhin noch über gewisse Dinge gesprochen haben. Und der Termin war geplatzt und ich war dann so verrückt und habe ihn am Kölner Flughafen ausrufen lassen. Eine halbe Stunde vor Abflug und habe es auch geschafft. Ja, vorher, bevor er geflogen ist? Nicht, als er zurückgekommen ist? Nein, vorher. Vorher, ah ja. Und ich wollte ihn halt einfach nochmal sehen und das hat ihm so einen Stoß gegeben, dass er nochmal seine Gefühle, also was er so hatte, für mich gezeigt hatte. Wir haben vorher ein paar E-Mails geschrieben und auch uns mal getroffen Stopp, und so weiter. Stopp, der Mann will nach Südafrika fahren? Nein, der war in Urlaub dort. Also er wollte dorthin? Der war da und ist jetzt am 24. Nein, ich will noch mal diese Ausrufaktion mir vor Augen halten. Er will dorthin fahren, ja. Dann fährst du zum Flughafen, lässt ihn ausrufen. Ja. Und dann habt ihr euch getroffen. Ja, der war schon beim Check-in. Der war schon beim Check-in, war er alleine? Bei der Sicherheitskontrolle, ja. Ja, und was wurde da gesprochen? Die haben ihn ausrufen lassen. Ja, nee, was ihr beiden dann gesprochen habt. Wir hatten 5 Minuten ungefähr. Ja. Und ja, wir haben uns da praktisch dann nun, ich habe halt nur wirres Zeug geredet, weil ich total aufgeregt war. Ja. Das war halt so eine Spontanaktion von mir, das Auto. Ich habe Carsharing gemacht, das muss noch gewechselt werden. Es war Hagel auf der Autobahn. Ich bin halt nur heil am Flughafen angekommen. Ja, was hast du ihm gesagt? Der war doch wahrscheinlich völlig baff. Der war super baff, ja. Und was sagt man dann jemandem, den man gerade hat ausrufen lassen? Was ich gesagt ja, habe? Ja, was du gesagt hast. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt, warum, weshalb ich das mache. Ich war da in der Nähe und ich habe es als letzte Chance gesehen, ihn zu sehen. Aha. Vor dem Urlaub. Also ich bin halt so eine Verrückte. Spätestens dann hat er gemerkt, die kleine Tanja, die ist ein bisschen scharf auf mich. Richtig, ich bin wirklich klein. Ja. Ja, so. Und ich habe auch in Südafrika halt angerufen und es hat auch geklappt. So, Stand der Dinge, wir spulen mal hin zu heute, zur heutigen Situation. Was ist Stand der Dinge? Die Situation ist die, wir treffen uns, er war auch eben hier und er hat, also für mich ist es eindeutig schon, dass wir ein Paar sind. Ja. Das haben die Leute auch vor 14 Tagen in meinem Treffen gesagt, weil wir rumgeknutscht haben und Händchen gehalten haben. Also, geknutscht habt ihr schon? Ja, ja. Es gab schon ein GV. Ja. Gab es auch schon? Ja. Ihr seht euch ziemlich oft? Wir haben uns jetzt diese Woche 3-mal gesehen, ja. Da haben wir die Woche gesehen. So, ja. Jetzt stellst du dir grüblerisch die Frage, sind wir ein Paar? Richtig, er hat sie mir auch gestellt, also er stellt mir viele Fragen, er will sehr viel von mir wissen. Ah, ist ja auch okay. Er hat dir die Frage auch gestellt, sind wir ein Paar? Oder hast du sie ihm gestellt? Die Leute, meine Freunde fragen mich und alles so weiter, zusammen. Ich so, ja, ich weiß es halt nicht und so weiter. Ist es wichtig zu sagen, wir sind ein Paar?
Ja, ich will nun endlich mal diesen Spuk hier ein Ende machen und jetzt wissen, was Sache ist, weil normalerweise bin ich so der Typ, also ich habe Ihnen diese Frage beantwortet nach dem Motto, was bedeutet, also die Frage ist Ihnen von meiner Freundin gestellt worden. Nein, halt, was bedeutet das bedeuten, wenn er sagt, ja, wir sind ein Paar? Was bedeutet das? Was ist der Unterschied zu der jetzigen Situation? Was wäre dann anders? Dann wäre endlich diese Unklarheit für mich weg. Welche Unklarheit? Ob wir nun zusammen sind oder nicht. Mhm. Ob man es offiziell machen kann, nach dem Motto, wenn man sich irgendwo vorstellt, bei was weiß ich. Verstehe. Er hat nächste Woche zum Beispiel Geburtstag, ja. Da bin ich mal sehr gespannt, ob es jetzt gesagt wird, hier, das ist die Tanja, meine Freundin, oder ob nun gesagt wird, ja, das ist einfach die Tanja. Ich weiß es halt nicht, ich weiß nicht, wie ich da vor diesen Leuten reagieren also soll. Also du willst ein Bekenntnis von ihm haben? Richtig, also er hat mich gefragt, ob ich eine Beziehung will. Ja. Das habe ich ihm auch dann gesagt. Hast du gesagt, ja? Habe ich natürlich gesagt, so, ja. So, was hat er darauf geantwortet? Weiß ich nicht mehr. Also er hat, ja, bei ihm dauert es immer 6 Monate ungefähr. Also, bei mir ist es vom ersten Abend klar, ob ja oder nein. Ich habe ihm gesagt, bei mir ist es... Ich merke schon, du bist eine ganz schnelle und ganz rasante. Richtig. Ja, also das heißt, dass du sagst, dass er noch sich hinterm Berg hält mit allem. Ja, bei ihm dauert es immer ein bisschen länger. Und er dauert halt so ein bisschen, glaube ich, einen Arschtritt. Er sagt nicht ja und er sagt nicht nein. Richtig. Mhm. Und er meinte so, wenn man kann erst von einer Beziehung sprechen nach 6 Monaten. Da habe ich ihm gesagt, ja, hör mal, nach 6 Monaten sind andere Leute verheiratet. Das finde ich auch Unsinn. Also ich glaube, das ist eine grundsätzlich theoretisch interessante Frage, die du stellst. Ab wann ist man ein Paar? Interessant. Könnte ich so schlagartig und aus dem Lameng heraus auch gar nicht beantworten. So wie du eure Beziehung jetzt schilderst, würde ich sagen, ja, ihr seid ein Paar. Und ihr seid zusammen. Ja. Aber dazu gehört ja auch noch das Gefühl. Hast du denn den Eindruck, dass er dich auch sehr gerne mag? Ja, also wo er in Urlaub war, da kam halt schon so Mails halt wie, ich vermisse dich und ich freue mich aufs Wiedersehen. Ja. Seitdem ist da, also er hat mir dann noch mal gesagt, dass er mich gern hat, aber dass er denkt, dass ich mehr Gefühle für ihn habe. Ja, also das stimmt wahrscheinlich auch. Ja. Aber seitdem habe ich davon nicht mehr gesprochen, weil ich halt Angst habe, dass er einen Rückzieher macht oder mir sagt, ich mag dich nicht mehr oder so. Also Tanja, guter Rat, den ich dir geben möchte. Sei mal ein bisschen zurückhaltender. Ja, sagen die Freundinnen auch. Ja. Er meinte, ich sollte nicht zurückhaltend sein. Na, ich glaube, dass du bist eine sehr vitale, forsche Frau, merke ich ja schon, wie du redest auch so. Da kannst du natürlich auch jemanden runterwalzen, überwalzen. Mhm. Und wenn du immer so, ich würde das gar nicht so sehr verlangen zu fragen, sind wir jetzt ein Paar, sind wir nicht ein Paar? Und wenn man immer so fragt und jemanden vielleicht dann dadurch auch in die Ecke drängt und eventuell Gefühle, die so am Sprießen und Keimen sind, kaputt macht, lass es sich einfach mal ein bisschen entwickeln. Das kommt, wenn er ein bisschen langsam ist, dann gib ihm auch ein bisschen die Zeit. Du musst ihn ja nicht so endlos langsam lassen. Ja, das Problem ist halt, die goldene Mitte. Ja, ich weiß, das Problem ist halt, ich bin nie so einer, der lange warten kann. Also... Ja, aber es läuft ja schon ganz gut. Wir können ja schon zufrieden sein. Ja, sicher, aber das ist halt so, weiß ich halt nicht. Ach, Tanja. Schwierig für mich. Ja. Ich bin halt ein Flummi, wie sie mich halt nennen. Ja. Du erzähl Häschen, was immer hin und her hüpft. Wie lange warst du denn Single? Seit Mai ungefähr. Geht ja auch noch. Okay. Ja, da haben wir schon ganz andere Sachen gehört. Also nicht mal ein halbes Jahr ist das ja. Ja, doch, ein halbes Jahr ist. Ja, klar. Ich würde der ganzen Sache ein bisschen Zeit lassen. Ich würde dem auch genug Luft lassen zum Atmen. Hat er. Ja. Und ihn auch nicht zu sehr nerven mit der Frage, sind wir ein Paar, sind wir ein Paar, sind Nein, wir ein das habe ich noch niemals gestellt. Meine Freundin hat diese Frage gestellt und die hat er dann irgendwann an mich weitergegeben. Er hat sie auch nicht gemacht. Er meinte, was heißt für dich Paar und so weiter. Ja. Ihm kann man sich sehr, sehr gut unterhalten. Ja, er hat sehr gute Ansichten und er hat gesagt, ja, Freundin ist was anderes wie eine Beziehung halt. Ich habe gesagt, Freundin und Beziehung ist für mich das Gleiche. Ja. Aber es ist halt meistens so, dass die Männer andere Vorstellungen haben, wie die Frauen, was Kommunikation angeht. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass vielen Männern das irgendwie auf den Senkel geht, über sowas lange zu reden und sich über die Begriffe Freundin und Beziehung und Paar auseinanderzusetzen. Ja. Da sind wir Männer einfach ein bisschen cooler. Wir machen es halt, weißt du. Und wir sind Also weißt du, ich bin halt ausgequetscht worden. Ich habe um einen heißen Brei rumgeredet und dann habe ich halt was gesagt, was ich eigentlich auch noch nicht sagen wollte. Und da habe ich ihn mal gefragt und dann ist die Schotten dicht gemacht worden. Was hast du denn gesagt, was du nicht sagen wolltest? Ja, ich hatte mal so, was Vergangenheit angeht, kam irgendwie das Gespräch letzte Tage und habe ich halt mal gesagt, was Sache bei mir war. Mhm. Und dann hatte ich ihn noch mal irgendwie was gefragt, weil das Thema da kam. Und dann hatte er das halt verneint. Diese Frage wollte er nicht beantworten, obwohl er sonst immer sagt, ich soll mit ihm über alles reden. Aber ich kann es auch verstehen, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Was war das für eine Frage, die er nicht beantworten wollte? Auch was die Beziehung halt angeht. Beziehungsgeschichten.
Ja, und also ein bisschen, man soll natürlich auch nicht in der Vergangenheit rumwühlen, das stimmt. Nee. So, ich würde ganz entspannt sein an deiner Stelle und optimistisch jetzt in die Zukunft schauen und mich sehr auf das Jahr 2006 freuen, denn das könnte euer Jahr werden. Ja, gut. Glaube ich. Und wann ist die Geburtstagsfeier? Am Samstag und ich habe am 21. Geburtstag. Nein, du hast am 21. Geburtstag? Ja. Ich auch. Ja, cool. Ich auch. Wir beiden Schützen. Das ist der letzte Schütze. Ja, ich bin um 20 Uhr geboren. Siehst du, ich morgens um 6. Tja. Um 6:30 früh in einer eiskalten Winternacht. Richtig. Ja. Aber ich bin eine typische Schützin. Bist eine typische? Mhm. Ja, ich mag schon. Volle Kanone schießt sie. So, ja. Tanja, ich wünsche einen schönen Geburtstag mit deinem Freund, sage ich jetzt mal. Ja. Und hoffe, dass er dich da auch angemessen einführt. Ja, super. Ne? Toll, dass ich durchgekommen bin. Alles Liebe von Herzen. Okay. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit dem Jürgen. Jürgen ist 33. Hallo, Jürgen. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein ganz anderes Thema. Ich habe einen Poltergeist wohl zu Hause. Du hast einen Poltergeist zu Hause. Gott, wie aufregend. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, gleich von vornherein, also ich denke da eigentlich oder ich glaube da eigentlich überhaupt nicht dran. Ja, umso schlimmer ist es ja, wenn man sowas erlebt, wenn man eigentlich nicht dran glaubt. Das ist ja, ja. Irgendwie. Erzähl mal, was geht da ab? Also ich bin hier in meine Wohnung eingezogen, das war so ungefähr vor 2 Jahren. Alleine? Ja, alleine. Ja. Und da habe ich doch schon immer gehört, dass mein Schrank mal so zwischendurch knackt. Ja. Und da habe ich mir eigentlich auch gar nichts bei gedacht. Nee, Schränke, Holzschränke knacken ja schon mal. Ja. Ist es ein alter Schrank? Nein, das ist ein ganz neuer. Ah ja. Mhm. Und bis vor einem halben Jahr, da ist mir das dann aufgefallen, dass der jeden Morgen um 4:02 knackt. Ach. Jeden? Jeden Tag. Nur der Schrank? Was? Nur der Schrank knackt? Nur der Schrank, ja. Jeden Morgen 4:02? Ja, genau. Wo knackt es denn im Schrank? Überall oder unten links, oben rechts? Mehr linke Seite. Und wie kann man sich das knacken? Ist das ein lautes Knacken oder ein mehrfaches Knacken? Es ist so intervallmäßig so. Also er fängt an, 4:02. Mal geht das schneller, mal geht das langsamer. Ja. Aber immer um dieselbe Uhrzeit. Und das geht meistens so bis 4:30. Das ist eine lange Zeit. Ja, und vor allen Dingen, ich muss um 5 aufstehen. Ist vielleicht irgendwie, ich denke gerade, mir fällt gerade sowas ein, ist da vielleicht ein alter Wecker versteckt, der immer um die Zeit irgendwie sich aktiviert? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben schon alles durchsucht hier, ob da irgendwas. Also spätestens, als du das dann so genau wusstest, bist du denn mal an den Schrank gegangen, hast ihn aufgemacht? Bist du mit den Ohren überall, hast du rumgesucht, wo es denn genau so zu lokalisieren ist? Ja, natürlich. Ich habe den Video ausgestellt, ich habe den ganzen Strom hier ausgestellt um diese Uhrzeit. Also, genau, was befindet sich alles in diesem Schrank? Also auf der linken Seite ist oben, ja, Wäsche. Wäsche, nur Wäsche, also kein Elektrogerät. Nein, überhaupt nicht. Nur Wäsche, rein, was man im Kleiderschrank halt so ja. hat. Mhm. Und vor allen Dingen, was das Komische ist, er hat ja auch die Zeitumstellung mitgemacht. Ist ein mitteleuropäischer Poltergeist. Ja, weil auch in der Nacht, wo der umgestellt worden ist, wo die Uhr zurückgestellt worden ist, hat er auch um 4:02 geknackt. Aber, und wenn du dann nah an den Schrank rangehst, ja. knackt es dann weiter bis 4:30? Ja, klar. Wenn du dann da, wo du meinst, wo es knackt, wenn du da ganz nah rangehst ans Ohr, ist das Knacken dann in dem Holz drin? Nein, das ist in dem Schrank drinne. Das ist ja sehr gruselig. Ja, und vor allem das Beste war ja auch, wir hatten ja auch Besuch gehabt, mit meiner Freundin. Und wir saßen hier, wir haben bis morgens um 5 gespielt hier. Mhm. Und dann mit einmal 4:02 knackt der Schrank. Und der Besuch völlig erschreckt, was ist das denn? Wie schade, dass du keine Aufnahme hast. Hättest du es mal vorführen können. Ja, stimmt. Was sollst du denn aufnehmen? Ist das sehr laut zu hören? Ja, das ist sehr laut. Also meine Mutter hat das auch schon mal durchs Telefon gehört. Also ganz sonderbar ist ja diese Zeit, dass es immer um die Zeit ist. Ja. Jetzt könnte man ja denken, ach, ist das irgendein Tier oder was? Es gibt ja immer 1000 Möglichkeiten der Erklärung doch. Ja. Aber immer um die Zeit und dann sogar sich noch an die Zeitumstellung zu halten. Ja, das ist sehr cool. Ja, jetzt, wir lachen da so drüber. Ja, natürlich. Also ich finde es auch zum Lachen. Bloß wenn ich morgens irgendwie eine Stunde vorm Aufstehen geweckt werde,
Nee, das ist nicht lustig. Aber ich will dir mal sagen, wenn das in meiner Wohnung wäre und ich hätte alles abgeprüft, was es zu prüfen gibt, dann wäre mir gruselig. Ja, gut, zuerst, am Anfang. Aber immer mehr. Da war mir auch gruselig. Da wollte ich schon mal abhauen hier. Ist das, dieser Schrank hast du, das ist dein Schrank, den du mitgebracht hast aus der alten Wohnung? Nein, den habe ich neu gekauft. Den hast du ganz neu gekauft? Ja. Mhm. Vor 2 Jahren war das gewesen, als ich hier in der Wohnung eingezogen bin. Also ich würde auch mal gerne mal irgendwie so Adressen rauskriegen, wo man da nachfragen kann. Ja. Oder wo auch andere Leute damit Erfahrungen haben. Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil gerade in diesem esoterischen Bereich gibt es so viel seltsame Menschen, sage ich mal, die dann 1000 Interpretationsmöglichkeiten haben. Ach so, ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich war nur mal wenig, ja, es gibt sehr wenig seriöse Sachen. Ach so. Sehr wenig, aber es gibt seriöse Sachen. Ja? Es gibt zum Beispiel ein parapsychologisches Institut der Universität Freiburg. Aha. Sehr, sehr solide, seriöse Arbeit machen. Die können wir dir gleich mal eine Adresse geben. Ja. Ich meine sogar, dass die so eine Telefon-Hotline auch anbieten, wo die Beratungen durchführen. Hast du mal gesprochen? Hast du mit dem Schrank, ich meine, man kann es ja mal fragen, hast du mit dem Schrank mal versucht zu sprechen? Ja gut, das haben wir auch schon mal versucht. Also uns ist aufgefallen, also meiner Freundin und mir, wenn wir über ihn sprechen, knackt er auch manchmal zwischendurch. Ach, am Tage? Ja, auch. Er knackt auch unregelmäßig am Tage. Ach ja, stimmt, da war ja noch was mit dem Radio gewesen, das habe ich ja ganz vergessen. Nämlich? Da war ich mal, ich habe im Bad so ein Badewannenradio. Ja. Und dann bin ich kurz vor 4 auf Toilette gegangen. Nachts. Da war gar nichts gewesen. Mhm. Und dann habe ich wieder ins Bett gelegt, wollte eigentlich weiterschlafen und dann fing der Schrank auch wieder an, 4:02. Mhm. Aber dann ging mir mal das Radio auch im Badezimmer an. Ja, vielleicht sind es irgendwelche Ströme, irgendwelche Energieströme in diesem Raum oder was. Also mich interessiert nur, ich möchte einfach nur eine logische Erklärung dafür haben. Ja, weil ja, das wird schwierig werden. Das wird schwierig. Ja, aber du nimmst es immer noch sehr locker. Also ein Gruselgefühl ist nicht da, dass du denkst, nein, hier ist irgendwas Dämonisches in meiner Wohnung oder nein. Das Böse ist im Schrank. Nein, aber bloß man redet ja auch mit Arbeitskollegen darüber, mit Freunden darüber und die sagen auch alle, du bist doch bekloppt. Ja, das Verrückte ist natürlich, wenn man solche Geschichten anderen erzählt, den meisten, die sagen dann, du spinnst. Ja, natürlich. Ja, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, wenn ja, man, ne? Ja, aber hallo. Ja. Ja, das ist natürlich, wir können ja mal ein bisschen abwarten, was so für Mail-Reaktionen hier zu uns kommen. Mhm. Die könnten wir dir weiterreichen. Oh ja, gerne. Ne? Können wir mal überlegen. Also wenn ihr eine Idee habt, was da im Jürgens Schrank los ist, dann mailt bitte, nicht anrufen, mailen unter domian@wdr.de. Wir reichen es weiter und gleich werden wir dir noch, das heißt meine Psychologin gibt dir noch mal die Kontakttelefonnummer von Freiburg. Ja. Ja? Gut. Gut, Jürgen, also dann lass dich nicht stören von dem knackenden Kleiderschrank. Gut, danke. Legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, gut. Tschüss. Schönes Wochenende. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Michael ist hier, 31. Hallo, Michael. Da bin ich wieder. Da bist du. Das heißt wieder. Warst du schon mal hier? Nee. Ja, ich war kurzzeitig wohl weg. Ach so, ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Michael, um was geht's? Ja, ich stand hier in diesem Superstore vor 31. Von 19 Uhr bis jetzt gerade eben. In dem Superstau? Ja. Von wann? Ich hab's gerade akustisch nicht verstanden. Von wie viel Uhr? 19 Uhr. Von 19 Uhr an bis sitzt du schon im Stau? Ja, bis jetzt. Das ist jetzt roll ich jetzt gerade in dem Moment, wo ich mit dir spreche, roll ich 2-3 Meter. Hier in Nordrhein-Westfalen? Ja, in Münsterland ist das. Im Münsterland. Der Stau ist, glaube ich, irgendwie 50, 60 Kilometer lang. Ja, so ungefähr, und ja. Ihr seid alle komplett eingeschnallt. Wir sind komplett eingeschnallt, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass allen Leuten hier richtig gut geht. Mir geht es noch recht gut, aber auch nur deswegen, weil ich vorher nur eingekauft habe. Ich wollte gerade fragen, wenn man von 7 Uhr im Stau steht, hat man irgendwann mal Hunger und ein bisschen Durst und sowas? Ja, ich habe hier einen kennengelernt, der kam gerade von der Arbeit, der hatte heute Morgen ein Brötchen zum Frühstück. Ja. Und das war's. Und dann hat er von mir noch einen Burger gekriegt und was zu trinken. Wir sitzen hier in Köln, sehr beschützt. Hier ist alles trocken, kein Schnee, kein Regen. Es ist kühl, aber alles im grünen Bereich. Ist bei euch auch starker Schneefall im Moment?
Ja, jetzt momentan hat es aufgehört, aber das ging so 4 Stunden, da ging es richtig rund. Und der Stau ist entstanden, weil die Autos so langsam vorankommen, oder gibt es auch Unfälle, schlimme Unfälle? Nee, da ist ein Hochspannungsmast, da sind die Spannungsversorgungsseile gerissen. Ach, die Geschichte ist das. Da ist ein Hochspannungsseil gerissen und das liegt auf der Autobahn, glaube ich, ne? Ne, lag quer über die Autobahn, denke ich, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du Winterreifen? Ja, habe ich Gott sei Dank heute mir gerade eben noch gekauft. Ja, das haben viele Leute nicht und es ist ein bitterböses Erwachen. Wie weit ist es noch bis zu deinem Ziel, wohin du willst? Ich muss jetzt noch gute 100 Kilometer fahren. Oh weia. Wie ist die Aussicht? Was sagen so die Verkehrsdurchsagen? Wird das noch lange so sein oder löst sich das ein bisschen auf im Moment? Das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, das wird so noch eine Zeit so sein mit dem Schnee, mit dem Glatteis. Und das ist auch nicht so schlimm, mein Gott. Also du hast ja genug zu essen. Bitte? Ich sag, du hast ja genug zu essen im Auto. Ja, klar. Aber andere Leute eben halt nicht. Die haben nur ein bisschen Benzin, um das Auto warm zu halten. Ja. Gibt es denn irgendwelche Hilfsaktionen, dass jemand Tee oder Kaffee verteilt? Vom ADAC oder Roten Kreuz oder sowas? Gibt es das? Also direkt hier vor Ort, wo ich gewesen bin, gar nicht. Ja. Da ist mir die Polizei hat gesagt, eine Stunde warten, die war dann mal da und aus der eine Stunde sind dann immer 7 Stunden geworden. Ja, ja. Das fand ich immer halt nicht so toll, dass die gesagt haben, da wird geholfen und da wird hier am Ende des Staus oder mitten überhaupt nicht geholfen. Ja. Wahrscheinlich sind die alle auch überfordert und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Weißt du, ob es durch diese zerrissene Hochstromleitung zu einem Unfall gekommen ist? Nee, das weiß ich wohl nicht. Wollen wir hoffen, dass das nicht der Fall ist und nur im Stau stehen ist unangenehm, aber ist dann ja nicht so schlimm, als wenn noch irgendwas Übles passiert ist. Nee, das ist ja nicht das Schlimme. Das geht ja nur darum, dass andere Leute eben halt nicht so gut haben. Ja, nicht, ja, ne? Ja. Und also, darum ging's. Das kann sein, dass ihr alle, ihr Armen, die ihr uns jetzt auch zuhört, noch die ganze Nacht oder viele Stunden noch da im Schnee und Stau hängen bleiben werden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Sagen wir mal an dieser Stelle, von dieser Stelle aus schöne Grüße an euch alle, an dich natürlich auch, an Michael. Ja, und danke. Hoffe, dass ihr alle gut durchkommt und gesund dann irgendwann morgen früh in euren Federn liegen könnt und euch erholt. Ja, ich hoffe. Du musst wieder raus. Ja. Also, toi, 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 kommt gut nach Hause, kommt gut an, Michael, und halt auch noch durch die nächsten Stunden. Jawohl, schönen Dank auch. Ja, tschüss. Tschüss. Und Daniela. Daniela ist 24. Hallo, Daniela. Hallo. Du stehst nicht im Stau. Nein. Nein, du bist zu Hause. Ja, ich liege in meinem Bett. Schön warm, kuschelig, alles in Ordnung. Nee, gar nichts in Ordnung. Gar nichts in Ordnung. Erzähl mal, weswegen rufst du an? Ja, also ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Oh, das ist traurig. Ich war mit dem 7 Jahre zusammen. Hm. Und der droht mir halt im Moment an, dass er sich umbringen will. Mhm. Wo ich das in meiner Familie schon sehr oft erlebt habe. Du hast selbst Tötungen schon erlebt in der Familie. Also mein Opa hat sich umgebracht. Ja. Da war ich 15. Ja. Und mein Ex-Freund. Dein Ex-Freund? Ja. Hat sich umgebracht? Ja. Weswegen? Das kann ich heute nicht so genau sagen. Vielleicht wegen mir. Ich kann das nicht so richtig definieren. Wie lange liegt das zurück? Ungefähr 7 Jahre. Hm. Also kurz bevor ich mit meinem neuen Freund zusammengekommen bin. Er hat damals keine Nachricht, keinen Brief, nichts hinterlassen? Doch, er hat schon was hinterlassen, aber das wurde mir auch nicht so richtig mitgeteilt, weil die Leute, der hat in einem Kinderheim gewohnt und die wollten mir das nicht so genau sagen, was er da hinterlassen hat, weil sie mich auch nicht so richtig damit belasten wollten. Hm. Wie alt war er dann? Wie alt war er? Er war gerade 20. Mhm. Und da wohnte er noch in einem Heim? Nein, er ist ja in so ein betreutes Wohnen gekommen. Ja. Und wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich aufgehängt im Wald. Man hat ihn auch erst mehrere Monate später gefunden. Mhm. Und da konnte man ihn gar nicht mehr richtig identifizieren. Ja. Und ich habe das auch erst viel später erfahren. Aber da hast du dir ja auch sicher wahnsinnige Sorgen gemacht, als er plötzlich weg war, oder? Ja. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe das erst mitgekriegt, als es passiert war. Mhm. Und dann wusste ich halt, ja, jetzt ist das passiert und
ich musste irgendwie mit zurechtkommen. Alle Leute, die um mich rum waren, wollten mir das nicht sagen. Hattet ihr denn so ein bisschen Stress in der Beziehung auch gehabt? Ja, natürlich. Das schon. Hm. Also es ging auch viel um Sachen, die er mir verheimlicht hat, was auch mit Drogen zu tun hatte. Hm. Aber da muss ich nochmal fragen, wenn er dann so plötzlich verschwunden war, hast du da nicht irgendwie die Polizei alarmiert oder irgendwas unternommen? Nee, also zu der Zeit hatten wir gar keinen richtigen Kontakt mehr. Ach so, und hast du es dann erst später? Ich habe das ehrlich gesagt erst erfahren, nachdem was wirklich passiert ist. So, und wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, die ja nun grauenhaft ist, ja. Wiegt das natürlich besonders schwer, wenn dein jetziger Freund androht, sich das Leben zu nehmen. Ja. Du hast dich von ihm getrennt. Warum hast du dich von ihm getrennt? Ja, das hat viele Gründe. Wir leben schon seit mehreren Jahren zusammen. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr fremdgegangen, mhm, und habe mich auch in die andere Person verliebt. Ja. Danach habe ich die Situation aufgeklärt und habe versucht, das wieder in eine richtige Bahn zu leiten. Mhm. Mein Ex-Freund, der hat da durchaus seinen Job verloren. Mhm. Und ich habe mir einfach Schuldgefühle gemacht. Der war fix und fertig und ich habe gedacht, naja, du kannst ihn jetzt nicht hier im Stich lassen, weil wir auch uns so viel aufgebaut hatten. Ja. Und ich habe versucht, einfach die ganze Beziehung nochmal aufzubauen, obwohl ich eigentlich wusste, dass das nicht richtig ist. Mhm. Ja, das heißt, dass auch so eigentlich so die Liebe auch nicht mehr so da ist wie früher? Nee. Mhm. Das, um es ganz klar auszudrücken, du liebst ihn nicht mehr? Nein. Mhm. Mhm. Hast du ihm das auch so klar gesagt? Ja, eigentlich schon. Ja. Er sagt aber, dass er dich noch liebt? Ja. Mhm. Und das ist jetzt gerade vorhin, also heute Abend ist das Schlussmachgespräch, hat das stattgefunden? Ja. Wie hat er spontan reagiert? Hat er geweint? Hat er nichts gesagt? Nee, er ist einfach nur weggegangen. Und das ist halt das, was mir Angst macht. Ich habe halt das Gefühl, er will mich mit diesen Sachen, die ich erlebt habe, unter Druck setzen. Verstehe. Hm. Und er sagt halt, dass ich alles kaputt gemacht habe. Ja. Und er hat aber selber auch so viele Sachen falsch gemacht, mhm, in unserer Beziehung, dass er Leute, die mit mir zusammen zu tun hatten, tyrannisiert hat. Mhm. Ich kann das gar nicht so auf so einer kurzen Art und Weise beschreiben, mhm, aber ich sitze jetzt seit einem Jahr und ich bin völlig isoliert, ja, weil ich mich einfach nur auf diese Beziehung konzentriert habe. Ja, und weil ich das einfach aufrechterhalten wollte. Ja, und jetzt war irgendwo der Punkt angekommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann auch nicht mehr. Ja. Ich habe mir ärztliche Hilfe gesucht, aber die sagen mir, sie können mir erst in 4 Monaten helfen. Mhm. Und ich sitze hier, ich bin total isoliert von der Außenwelt. Ich habe mich eine Woche krank gemeldet. Ja. Und Daniela, hat er denn vorhin, also du sagst, er ist schweigend weggegangen. Ja. Hat er dir eine SMS geschickt? Dass Nein, gar nichts. Hat er denn, bevor er gegangen ist, dir noch angedroht, dass er sich umbringen will? Oder machst du dir selbst jetzt die Sorgen? Ja, ich mache mir selbst die Sorgen. Er droht das nicht an, aber ich habe halt diesen Hintergedanken im Kopf. Und ja, ist er denn so ein Typ, so dass er sowas machen will? Das war, ja. Hm. Hm. Also wir halten uns nochmal fest, er hat das nicht gedroht, das zu tun. Nein, mhm, er hat mir das halt vor einem Jahr angedroht, dass er gesagt hat, wenn du mich jetzt verlässt, du weißt ja, dass du dann noch einen Menschen auf dem Gewissen hast. Mhm. Aber er hat mir das jetzt nicht konkret, mhm, angedroht. Also dann will ich erstmal sagen, das ist schon mal gut, dass er das jetzt konkret nicht getan hat. Dass er das damals gesagt hat, finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde ich eine ganz böse und schlimme Erpressung, die man niemals einem Menschen antun darf. Und er unterstellt damit ja auch noch, dass du schuld an dem Tod deines Ex-Freundes bist, was auch unfassbar ist. So darf man nie einen Menschen unter Druck setzen und so darf man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Wenn du jetzt das Gefühl hattest, dass die Liebe nicht mehr da ist, war das ein richtiger Schritt, dass du heute Schluss gemacht hast. Das will ich erstmal so sagen. Ich nehme das schon ernst, dass du Angst hast. Das ist auch verständlich. Aber dein Schritt war richtig. Und wenn er damit spielen sollte, dir so eine Drohung vielleicht doch noch jetzt demnächst vorzulegen, ist das ganz schäbig von ihm. Und macht ihn noch viel kleiner, als er wahrscheinlich schon in deinen Augen klein ist. Ja. Wie du aber jetzt. Aber ich mach das Richtige. Du machst das Richtige jetzt, da bin ich ganz sicher.
da machst du, musst du dir keine Gedanken machen. Das sage ich dir mit ganz ehrlichem Herzen, dass ich davon überzeugt bin, dass du jetzt das Richtige tust. Daniela, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Aber ich möchte gerne, weil du da so fertig bist mit Nerven, dass meine Psychologin gleich jetzt noch mit dir spricht. Ja. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an und dann habt ihr auch noch genügend Zeit zu reden. Ja, okay. Vielen Dank. Alles Liebe, Daniela. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Roland Lohr, Martin Trux, Jan Greve zu Baringdorf, Dirk Winhüsen, Christian König, Christian Part und Magdalena Groß. Heute am Samstag, morgen am Samstag, ist Promi-Tag bei uns um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen ist mein prominenter Gast, die blinde Sängerin Joanna Zimmer. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet und während der Sendung könnt ihr auch anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und nochmal einen Gruß.